Jetzt wird die Waffe ausgewählt. Also, Knarre. Komm, die Stimme her. Ich glaube von da. Wo ich es höre. Vater Matthias. Muss sie so. Der hat die Sam selber mitgeschleppt, der Arsch. Da können wir noch was untersuchen. Die Stimmen scheinen auch nicht aus der Richtung zu kommen. Oder noch? Oh, Pflänzchen. Achso, die konnten wir ja auch am Anfang schon mal aufheben. Das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Jetzt geht's. Oh, ein Suchscheinwerfer. Scheiße, weg. Ich denke, ich nehme vielleicht doch lieber besser wieder den Bogen. Um unseren Freund und Kupferstecher hier vorne auszuschalten. Jetzt geh mit dem Fadenkreuz runter, Mensch. Warts. Zoom! Ja! Zoom! Bleib da ruhig stehen! So! Sehr schön! Kann man auch den Suchscheinwerfer da oben ausschalten, vielleicht? Hallo! Ja! Sehr gut! Da ist gleich der nächste. Was ist so Friebelarbeit? Gut. Bricht zusammen! Ja! Was ist das jetzt? Ich hoffe doch sehr, ja. Denn sie scheinen nicht mehr zu reden. Das war der wohl der letzte. Das ziehe ich mal vorsichtig weiter vor. Da konnte ich gerade mit dem LKW nicht sehen. Der säuft sich da schön sein Bierchen. So, das haben wir ja schon hingekriegt mit dem Pfeil. Waffenmodifikation verfügbar. Aber nicht jetzt. Da drin sind wahrscheinlich auch welche. Ja, da kümmere ich mich jetzt erstmal nicht drum herum. Ich gehe das mit den anderen hier noch durchsuchen. Shit! Shit! Ja, die hast du dir jetzt gesagt. Ah! Das ist eine Selbstschussanlage. Oder steht da oben hinter einer? Da steht einer dahinter.
Und ah! Gott. Ich sehe das nicht. Steht da einer dahinter oder was ist da los? Verfluchter Mist. Kann ich wieder Pistole dagegen an? Gehe ich denn rein? Scheiße, wie komme ich denn jetzt gegen die Anlage da oben an? Wahrscheinlich muss ich da rein und die von oben. Ich picke jetzt erstmal gar nichts ab. Wahrscheinlich muss ich die von da oben irgendwie ausschalten. Scheiße, ich dachte, das wäre es gewesen. Da oben ist noch ein Suchscheinwerfer. Der Schreiter. Na! Schweinhund. Obwohl der Suchscheinwerfer da oben noch aus. Und zwar auf altbewährte Weise. Mist, 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 Mist. Hey, how many are there? Only one from the new record. Kommt man gleich die Treppe runter oder was? Und sieht das da. Das war Raketen oder? Hä? Die müssen doch irgendwo da oben sein jetzt. Deckung sieht sich auch ganz schlecht aus. Da links scheint keiner zu sein. Das ist die Selbstschussanlage. Oder das Geschütz, oder das Wasser im Körner da hinten. Voll in die Gurgel. Gucken, ob wir das Geschütz auch selber benutzen können. Versuch's doch, du Bastard. Der müsste da drüben sein. Da ist er.
Aua! Du dreckiger Schweinehund, ey! Geh aus dem Feuer! Geh aus dem Feuer, Mädchen! Alter Schwede, ey! Ah! Molotow, Mann. Mist. Nicht schon wieder. Okay, wir müssen offensiver sein. Da hockt er. Komm hoch. Jetzt kommst du raus, geh. Aber der Molotow mal auch fertig gemacht. Der ist durchsucht. Können wir den Sprung wagen? Ich glaube, der ist zu weit. Das hat allerdings den Vorteil, dass wir dann ist hier noch irgendwie interessant, ne? Das hätte allerdings den Vorteil, dass wir dann wohl noch mal wieder nach drüben kommen. Also nicht zwangsläufig nach drüben, sondern nach unten, und da haben wir ja die anderen Leute noch nicht durchsucht. Oh, hat sogar geklappt. Hätte ich nicht vermutet. Na, Molotow, Mann. Ist ja gerade schon mit der Hüfte hier an der Wand. Pfeile haben wir voll. Hier ist noch ein Kästchen. Fürs Kasten umschmeißen 20 XP, ist das auch sehr nett. Oh. Geh zum Untersuchen, was wollen wir untersuchen? Ah, okay. 2 von 2 GPS-Dings am Unser. Da geht es nicht hoch. Ich glaube, es gab ja noch einen anderen Weg. So, hier außen rum. Hau weg, da. So, sind wir jetzt schon auf dem Turm drauf, oder scheint mir so. Ja, schön. Ah, wäre ich nicht drauf gekommen. Davon, das haben die Vulkanier hier errichtet. Das Mädchen hat aber auch manchmal Schlussfolgerung drauf. Also was war. Drücke leer zum Springen, aber wohin denn? Achso, zur. Achso, nee, ist doch nicht der Funkturm. Sah nur so metallisch aus. Aber auf der Leine. Hey, was für ein Spaß! It's freezing. Finde die Kommunikationskonsole. Stimmen. Vater Matthias hat selbst eine mitgebracht. Ich wusste es. Für das Ritual? Ach du Scheiße. Einfach hübsch. Müssen wir die Sam auch noch
Aber ich schütze beim Ritual, geopfert zu werden. Was ist denn das für ein Volksstamm, der hier wohnt? Ja. Das Ventil hier können wir drehen. Ja, gibt aber ein bisschen Mühe hier los, auf, ja. Ah, schon nicht recht. Ah, okay. Da geht er nicht weiter, wir müssen durch die Wand. Storymäßig ist es ja bisher nicht so furchtbar aufregend. Nett gemacht und alles, aber keine besonderen Plot-Twists oder so bisher. Das ist ein bisschen wie Max Payne hier, ne? Dieses Max Payne 2. Das eine Level, wo man da in dem abbrennenden Bürokomplex sich befindet. So. Ich höre Schritte. Und wir lernen, dass schwerer Schaden am Bein einen Gegner bewegungsunfähig macht, worauf die Aufwand leider nicht so drauf wirklich nicht gekommen wäre. Ist das Klo oder was? So schon mal besser aus. Wieder voll. Hat sich da ein Kabinettstäbchen da hingelegt oder was? Können wir anzünden das Ding da, okay. Aber hier wohl ein Feuerkorb oder sonst irgendeine Feuerquelle. Na gut, das passt da. Ich möchte mal was ausprobieren, was natürlich in jedem Spiel ausprobiert werden muss. Und ich habe die Vermutung, ihr wisst, was ich meine. Geilo, Matico! Wenn ich das gewusst hätte, hier natürlich unsere Freunde, beziehungsweise wenn ich das Fass überhaupt vorher gesehen hätte, hätte ich natürlich unsere Freunde hier auf andere Weise ausgeschaltet. Halt mal eben ein bisschen die Pistole in der Hand. Ich hätte gerne eine Feuerquelle um den Teppich da an der Wand nieder zu betzeln. Können wir durch die Tür? Ich vermute nein. Und ich habe recht. Ja! Direkt in unsere Arme. Also munitionstechnisch haben wir bisher überhaupt keine Probleme. Aber ich würde vielleicht ganz gerne mal eine neue Waffe finden. Das kommt bestimmt auch noch alles. No one leaves. So.
aber nur rumland, okay. Aber ja auch zu. Na gut, ich dachte vielleicht. Können wir das auch da wieder zünden. Ja, hab ich schon gesehen. Das steht aber da, Mädchen, und nicht da, wo du gerade hingeguckt hast. Da stehen da unten jetzt so viele Brummlampen rum. Wahnsinn.